So, sorry, Schattenmensch, du musst jetzt mal ganz kurz. Achso, jetzt habe ich ihm natürlich gesagt, er soll das nicht mit dem guten Zeug machen. Schattenmensch, kein Schlafen. Mal wie ein echter Doktor. Einfach 24 Stunden durcharbeiten. Und hoffen, dass der Doktor trotz 24 Stunden keine Fehler macht. Hooray! So, und jetzt nehmen wir ihm das Herz raus. Denn Herz brauchen wir eher als das andere Zeug. So, jetzt müssen wir mal dann ganz kurz gucken. Ich hoffe. Ja, okay, hier wird aktuell ja eh alles drin gelagert. Das heißt, da müssen wir noch nicht irgendwie untereinander scheiden. Sehr gut. So, als nächstes Weißbrot. Geh mal hin und mach den nackig. Während meiner einer hingeht und ein Loch buddelt. Oh. Hi. Wehe, du geißt unseren Wauwau an. Dann zernichte ich. Ich meine, ich werde dich so oder so zernichten. So, Schattenmensch muss jetzt trotzdem ganz kurz ein kleines bisschen schlafen. Oh, der ist mir zu nah. Weißt du was? Das ist mir jetzt ein bisschen zu heiter. Sehr lustig, dass die wirklich mehrere Schüsse einfach da hinnehmen. Dafür muss man aber auch wieder sagen, oh. Dafür hat er aber trotzdem viele Schüsse einfach so akzeptiert. Oh, und hier haben wir auch noch mal einen. Natürlich angenehm. Wenn du ihn erst ausgesogen hättest, wären die Klamotten nicht tainted. Ah, ich habe eh eine Mod dafür. Von daher. Aber gut zu wissen. Gar nicht mal falsch. Vorher nackig machen. Dann kann man das Zeug theoretisch noch schleppen. Wo kommt der? Ach so, die Bohr war von vorn hin. Okay. Könnten definitiv dann auch überlegen, die dann fertig zu machen, wenn es mal wieder regnet. Das ist auch beängstigend zu sehen. Klar, gelegentlich läuft hier mal jemand rein, aber dass es nicht immer auf minus 5 bleibt. Das Ding ist also zu groß dafür. Hey, und sie schaffen es tatsächlich mal, den Rest hier auch noch zu Ende zu bringen. Das sieht doch mittlerweile halbwegs ordentlich aus. Das waren doch nicht viel, aber wenn wir dann noch sagen, wir stellen hier nochmal einen weiteren Endtable hin, dann sollte der mit den beiden verbunden sein und dann gibt es auch nochmal einen kleinen Body. Hooray! Das ist das Erste, was ich nach einer Schlacht mache. Alle, die verbluten und nicht interessant sind, erstmal ausziehen. Ja, das sollte, wenn man das Ganze modlos spielt, um einiges Sachen angenehmer machen. Könnten das Warlight theoretisch noch klauen, wenn wir wollten. Wo haben wir es denn zu dunkel? Hier, meines Erachtens. Ich denke, auch da ist ganz hilfreich, wenn man das Essen dann zubereitet, dass man weiß, was man wo reinsteckt. So, nebenbei natürlich trotzdem immer ein bisschen gucken. Wir haben hier ein paar Ratten, die wir jagen gehen können. Dann macht das mal Weißbrot. Yeah, sehr gut. Yeah. Zwar ein bisschen kaputt, aber es macht seine Aufgabe. So, Devil Strands, Missing, Machining, Guns Missing, Blowback Operation und Gun Turrets. Wenn wir Gun Turrets haben, sind wir sicher. Zwar nicht zu 100%, aber. Oh, hier unten sind verdammt viele Elefanten. Wenn einer von denen meint, alle anderen zu überreden, Manhunting zu betreiben, das arme Vieh. Jetzt hätten wir da auch mal gemeinsam hingehen und uns um das Vieh kümmern. Machen wir das einfach mal. Und da sieht man, wie angenehm es ist, wirklich eine. Oh boy. Eine weitere Tür zu haben. So, jetzt müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht auf die Elefanten ballert. Sehr gut. Ich habe zwar auch als Teil der Mod die Wasser für Sachen wie Hygiene hinzugefügt, eine Waschmaschine, die tainted loswerden kann. Also gute Idee, aber die baue ich fast nie. Okay, baue ich einfach nicht. Ja, diese Hygienesache, die werde ich mir vermutlich mal in einem anderen Playthrough in der Zukunft angucken. So, die Revenge-Sache hatten wir und yay! The Black Baldurkin League. Die haben auch Sachen, die wir traden können. Das heißt also, Schattenmensch mit seinen fast 6 in Social. Wird mal gucken. Oh, sind es. Oh shit, wie viele das sind. Das sind Visitors, ne? Das ist die große Frage, brauche ich mehr Betten? Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das hundertprozentig ist.
Ich meine, es gibt welche, die einen besuchen. Ah nee, das sind nur, glaube ich, Trader. Trader schlafen nicht, genau. Visitors schlafen. Das heißt also, wo bist du hin? Play Horseshoe. Hunting the Rat. Making Kibble. Weißt du was, ihr beide? Oder nur einer, okay. Der Koch baut mal ganz kurz hier die Betten auf. So, dem Gott kann er den letzten nicht machen. Noch nicht for prisoners. Ah! Doofe Angewohnheit, immer das Falsche zu klingen. Das ist ganz cool, aber am Anfang ein bisschen tricky, bis die Versorgung steht, während man seinen Grundaufbau macht. Also die meines Erachtens, eigentlich bei vielen dieser Aufbauspielen, erstmal so den Anfang gebacken zu bekommen. So, hat jetzt meiner hier wirklich Need Material Wood? Wir haben kein Holz mehr. Wow, what? Das überrascht mich jetzt so ein kleines bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dementsprechend, statt Growing, mach mal Cutting. Und hau mal einen Baum um. Gut, und jetzt machst du das. Ja, wir haben so ein paar Sachen gebraucht, aber ich dachte wirklich, dass man so mit den 200, 300 noch relativ lange sicher ist. Aber hier muss ich dann auch wieder so zugeben. Das sind 5. Und dann den ganzen Boden, wo man auch mal gucken müsste. Und dann auch 3. Ja, okay, das geht dann natürlich dann schnell weg, wenn man auf das Zeug nicht achtet. Wie viel man dafür wirklich braucht, Bro. So, gleichzeitig, wir sind ja hier. Was habt ihr? Ihr habt was zum Rauchen. Wir haben die ersten Herbal Medicines. Hell yes. Gibt es hier irgendwas, was wir aber jedoch ernsthaft brauchen? Und so bitte fragt mich nicht, wie man aus den Cocoa-Sachen tatsächlich Waffen schnitzt. Aber beeindruckend ist es. Wir brauchen definitiv nicht deren Zeug kaufen. Man könnte maximal überlegen, ob man die Smoke Leaves kauft, aber auch hier, dann ganz unten dieser eine Hut. Das werden wir mal ganz kurz nicht anrühren. Ansonsten, wie sieht's aus? Ist jemand? Schattenmensch kann so ein bisschen Tailoring machen. Da müssen wir ernsthaft irgendwann auch überlegen. Dass wir da Sachen herstellen. Eine Kakaowaffe, plus 3 zu Diabetes, on hit, genau. Okay, die haben sich da auch hingelegt, also es war die richtige Entscheidung, da neue Sachen zu bauen. 14 Elefanten, wenn die durchdrehen, haben wir geschissen. Aber ich bin eigentlich Rhinos und Elefanten mittlerweile gewöhnt, weil ich immer in diesem Terrain ungefähr spiele. Und in den meisten Fällen ist es eigentlich nur der Fall, wenn man meint, sie selber anzugreifen, dass man von denen fertig gemacht wird. Wir müssen uns eigentlich irgendwann in die Wild Boars kommen. Moment, die haben noch einen. Die haben noch einen. The shit? Also das ist natürlich das Beängstigende. Man hat bereits so viel extra dahin gebaut. Und dann ist es immer noch nicht genug. So, dementsprechend. Mach mal. Ich wäre nicht davon ausgegangen, dass. Ja, die geht nämlich dann auch sofort dahin. Was ist das eigentlich? Na, no, das ist ja, das ist ein Tisch. Dessen bin ich mir auch bewusst. Kann ich das hier nicht so einsehen? Preserved, mashed a mixture of fat and plant food. Tastes bland, but not offensive. It lasts a very long time without refrigeration. Great for traveling. Muss ganz echt zugeben, dass ich das Zeug immer ignoriere. Gib meinen Leuten lieber halbwegs gescheites Zeug. Diese Survival Meals tun es in den meisten Fällen eigentlich. Aber da muss ich auch zugeben, ich bin noch nie ernsthaft weit mit meinen Leuten gereist. Ich habe mich erst wirklich angefangen gehabt zu trauen, irgendwo hinzureisen, als ich diese eine Kolonie hatte, wo es am Ende 100 Leute drin lebten. So, ihr seid für mich nicht mehr relevant. Von daher schön, dass hier jemand mit denen noch redet. Es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, aber um das zu zeigen, unter Guests, man könnte also gewisse Sachen für die erlauben. Man könnte auch die Leute versuchen zu rekrutieren und zu unterhalten.
Aber wie man sich vorstellen kann, einfach von anderen Fraktionen Leute abzuheuern, ist nicht gern gesehen. Power Conduits. Warum liegen hier vereinzelte Sachen? Da muss mal irgendwas gebaut worden sein. Und ich habe einfach das Zeug abgerissen, was ich brauchte. Ansonsten, wir haben hier Gold. Das sollten wir in der Zukunft dann. Haben wir noch Gold hier rumliegen? Wir haben noch Gold. Wir brauchen den für den Analyzer in der Zukunft. Dann müssen wir auch gucken, was wir hier wiederum machen. Und da sollten wir auch mal eine Sache ganz kurz nochmal gucken. Und zwar, da ist der Multi-Analyzer. Ich brauche aber was anderes für die Zukunft. Hier die Moisture-Pump. Wo du dann auch festgestellt hast, dass Leute auch einen Wert haben und die Gegner damit ausskalieren. Ja, stimmt. Stimmt. So, every colonist of the male gender smiles with contentment. Some distant engine of happiness is stirring. It is projecting a powerful psychic drone over the entire region, on a frequency that only seems to affect the male gender. For a few days, some people's mood will be quite a bit better. Lass mich mal gucken, wie viel das ist, denn man hat nämlich auch eine Mod, die man installieren kann, das ich getan habe. Justified Execution, minus 1. A guilty prisoner or guest was executed is what justified. Dass es interessanterweise Minus gab. Oder gibt. Dachte, das würde Plus geben. Auf jeden Fall Psychic Zeus plus 21. Das ist eine Menge. Denn ich glaube, die man selber herstellen kann, dank der Mod, gibt, glaube ich, plus 10. Und nur für einen gewissen Radius. Also, wenn man dann so eine Gigantobasis hat. Yeah, nice, boy. So, dann auch hier. Hier. Ich muss immer gucken, wo das sich befindet, weil ich keine Ahnung habe. Mehr als sonst keine Ahnung habe. Und zwar, wir wollen Social Drugs aktivieren. Und wir sagen Schedule für Beer, für Smokely, für Psychic. Psychic, Psyat-T. Und den Rest wollen wir definitiv nicht anrühren. Auf jeden Fall, wir sagen alle 3 Tage. Ich glaube, 3 oder 2 war das Richtige. Damit da keiner komplett am Rad dreht. Bierdings, Bums, Bums, genau. Ja, und sofort schaut Mensch. Oh ja, boy. Stört sich meiner darauf? Nope, das hat nicht den Trade, war ein anderes Spiel. Ja, machen wir sofort auch hier meiner. Yeah, boy. So, wir müssen hier aufpassen. Sehe ich gerade. Hier sind mal wieder so ein paar zu viele Bäume. 2 Tage ist safe für Smoke Leaf. Akku ist 2,1 oder so. Psychic Tea habe ich keine Ahnung. Okay. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich versuche darauf zu achten. Da überlege ich auch gerade. Lass mal eine Sache ganz kurz gucken. Wenn ich nämlich hier gerade schon bin. Und zwar, was ist die andere Richtung? Oh, ich glaube, das war mein Fehler, den ich in dem anderen Spielstand gemacht hatte. Denn ich habe mich immer wieder gewundert, obwohl ich das eingestellt hatte, dass meine Leute trotzdem immer wieder süchtig geworden sind. Ich meine tatsächlich, dass ich nicht in dem Fall nach links gesagt habe, um x pro Tag oder x Tage oder alle x Tage, sondern wirklich halt mehrmals pro Tag war das erlaubt. Dann sind die Leute natürlich hingegangen, haben das einfach konsumiert, als gäbe es keinen Morgen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass das der Grund war. So, Camel Hair Warwile. So, könnte man nochmal hier überlegen, ob man ein Bett. Oh, weißt du was? Wir gehen einfach hin und schmeißen eins dieser Betten hier raus und darüber. Ist eh schon ein bisschen Overkill. Reinstall. Was hier drin ist. Leute, ihr müsst 3 Bier am Tag saufen und 3 Joints rauchen, damit ihr nicht süchtig werdet, genau. Ja, da muss ich aber auch wiederum zugeben, dass ich es einfach gewöhnt bin, dass wenn man irgendwelche Slider vielleicht arbeitet oder mit Slidern arbeitet, dass die meisten Sachen eher besser werden, wenn man es nach rechts dreht und nicht nach links. So, wie falsch man dabei sein kann, ne? So, wir haben so langsam das erste Zeug hier freigeräumt. Das Doofe ist wirklich, dass man sieht, man hat hier immer mal wieder irgendwas, was einem das Bauen versauen würde, einfach um das Ziel zu demonstrieren. Man kann nicht über Marschzäune einfach rüberbasteln. Kann zwar, glaube ich, diese Brücken bauen, wenn man lustig ist. Aber so, Weißbrot hat er gerade versucht, irgendwas abzubauen, hat es nicht geschafft, den Reis aus dem Boden zu bekommen. Ja, und diese Mistviecher kommen immer näher. Ich warte nur darauf, dass die Biber kommen.
Denn die Biber fressen einem wirklich einfach alle Bäume weg und umso größer das Ganze ist, umso gefährlicher wird's. Und man dann wirklich sieht, dass sie sich dann von hier oben einfach so durchfressen, als wäre es ein Waldfeuer. Das brauchen wir so überhaupt nicht. Ja, die fressen das alle weg. Brötchen erntet einzeln mit der Pinzette. Ich meine, so kann er schon mal mit Stäbchen essen üben. Wie man sieht, er ist noch nicht gut dabei. So, wie sieht's aus mit unserem Holzvorrat? Na, wieder bei den Tausendern. Na, es ist schon mal ein Anfang. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof. Im Endeffekt wäre es besser, wenn wir. Wie viel haben wir jetzt hier schon an? 14. Ja, immerhin. Das sollte den ein oder anderen vielleicht das Leben retten können. Ist hier sonst noch irgendwas? Einfach nur Stone Walls oder Sandstone Walls. Oh, holy shit, schon wieder. Und die kommen von unten diesmal. Es ist Ellie. Ellie von den The Poison Muggers mal wieder. Hast du irgendwas Interessantes? Der mag im Regen zu sein. Ellie is unabashedly leecherous and a thoughtless heartbreaker. He will hit on anyone he desires with no regard for the consequences und likes the rain. Er ist gut im Schießen und Animals, ein bisschen in Plants und theoretisch passionate in Crafting. Den könnte man sogar tatsächlich in Überlegung ziehen. So, unser Problemkind ist natürlich, dass wir gucken müssen, wie platzieren wir euch? Du gehst mal hier hin, du vielleicht da unten hin und du noch mal einen ganzen Ticken weiter nach unten. Nice. Es war zwar nicht so hundertprozentig das, was wir wollten, aber Weißbrot ist wirklich der MVP, was das Ausschalten von einzelnen Personen betrifft. Jetzt haben wir hier das Problem, dass das Zeug nicht mehr genau nebeneinander sitzbar ist, also machen wir es untereinander. Ich überlege ja immer, wo ich Wände ziehen kann, damit es noch ein wenig einen Weg gibt für die Angreifer. Generell, wenn es keine Zapper sind, werden sie immer den schnellsten Weg nehmen und generell ist es der eine offene, schwer verteidigte Weg schneller als die Wand kaputt zu machen. Ja, wie gesagt, da habe ich es natürlich mir aktuell noch so ein bisschen einfacher gemacht. Irgendwann werde ich definitiv mal gucken, wirklich, ah, wie die Mod nochmal genau funktioniert, wo man Sachen aktivieren kann, deaktivieren kann, dass ich zumindest mal die Zapper wieder reinrufe. Denn gerade die Zapper sind meines Erachtens durchaus lustig, weil man dann so ein bisschen vom Spiel gezeigt bekommt, wo die Schwachstellen der eigenen Basis sind. Und das macht das auch zu einem gewissen Grad interessant. Wenn man dann nämlich ja schon so nach und nach einfach angefangen hat und zu realisieren, okay, wenn man seine Verteidigungswand baut, dann baut man doppelte Wände oder wenn man halt anfängt zum Beispiel hier, sagen wir mal, in die Wand zu bauen oder in den Berg zu bauen, dann weiß, okay, alles drumherum sollte mindestens nochmal entweder eine extra Wand haben oder halt wirklich von dem Berg umhüllt sein. A veterinarian called Carrot calls you from nearby. He is being chased by tribespeople from the Purple Prairie Can League. He begs for safety and offers to join your colony. Hier ist wichtig, er würde dann zu uns gleich kommen und würde sich sofort anschließen. Jedoch würde das auch sofort zu einem Raid führen. He tells you he is 20 years old, but he has no time to collect more information. Be warned, if you accept, you have to fight off the tribespeople on his tail. Their group is composed of three archers. Oh. Carrot has a relationship with his colon, with a colonist. He is Weißbrot's grandfather. What? Okay, Carrot ist 20 Jahre alt und Carrot ist Weißbrot's grandfather. Nicht, dass Weißbrot der Großvater ist, sondern er ist der Großvater von Weißbrot. Er incapable of violence. Jogger, bleeding heart, annoying voice, mining als major, plants animal, animal als major, artistic als major, medical und social. Drei Archer. Tribespeople sind eigentlich meines Erachtens mit die Schwächeren, die man als Gegner haben kann. Dementsprechend kommen die auch meistens durch Masse. Aber meine Gefahr ist natürlich trotzdem, dass die drei zu viele sein könnten. Manchmal zeigen sie einem Schwachstellen, manchmal graben sie sich random durch einen Berg auf der anderen Seite der Map, weil sie gerade Spaß daran haben. Ja, okay. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass zu 100% halt immer die besten Schwachstellen finden und angreifen, aber
Weißbrot, was hast du uns zu beichten? Ja, das ist eine interessante Sache. So, meine Frage ist, machen wir das? Karot wurde im dritten Jahrtausend BC eingefroren. Sein Spitzname war Ötzi. Ja, machen wir den? Wollen wir den haben? Das Doof ist, der kann kein Violent. Die sind zwar nicht immer grundlegend doof. Und vor allem, man muss er hervorheben, der ist 20 Jahre alt und ist angeblich passionate in Mining und Animals und Artistic. Die jungen Leute haben meistens noch nicht die Skills dafür. Das heißt also, der ist vielleicht Passionate Mining, hat dann aber Mining auf 4 oder ähnliches. Und aktuell haben wir auch nicht jemanden, der. Er kann immer noch Plants. Ich bin immer nicht davon der größte Fan, wenn die sich nicht wehren können. Dementsprechend Chat, was meint ihr? Annehmen oder ignorieren? Damit würden wir zwar Weißbroten einen Gefallen tun. Passion für Medical. Er hat. Ich meine, er ist passionate, ja, aber halt nicht. Ach so. Ach so, Moment. Was bedeuten dann wiederum die. Ich würde ihn vermutlich nehmen. Was bedeuten dann wiederum das Major? Heißt es dann, dass er wirklich da schon gute Stats drin hat oder bessere Stats? Gute, bessere, höhere? Ich überlege auch gerade, oh ja, Moment, man bezeichnet ja die Flammen-Icons ja als. Die mit den zwei Flammen ist passionate. Wenn der wirklich all das auf passionate hätte, wäre das natürlich interessant. Major bedeutet, er lernt schnell. Was ja eigentlich die Bezeichnung für passionate ist, dachte ich. Er ist ein schneller Arzt, der nicht kämpfen teilnimmt. Er kann vermutlich nicht viel, aber man kann viel aus ihm machen. Zwei Flammen ist Major Passion. Ach so, das ist natürlich auch doof. Zwei Flammen ist Major Passion und eine Flamme ist Passion. Okay. Ich hätte es anders definiert, dass man sagt, hey, der ist irgendwie talented und passionate, obwohl das auch vielleicht nicht wieder die hundertprozentig passen ist, aber zwei unterschiedliche Worte einfach dafür nutzt. Auf a safety. So, wollen wir mal gucken. Carrot. Was kannst du? Hier, das ist ordentlich. Für 20 Jahre alt. Ist das ordentlich? Aber hier sieht man es wirklich. Also, das, was er im Major hatte, ist das, was zwei Flammen hatte. Und das andere, was unter Passionate einfach ebenfalls aufgelistet worden ist, ist nur auf einer. Okay. So, das Problem ist, der kommt von dort. Oh, hahaha. Okay, unsere Leute. Wie machen wir das? Weißbrot, du bist der in der Mitte da sich wieder platziert. Du gehst hier hin und Schattenmensch, du vielleicht. Ah, du kannst da. Da ist ein Baum im Weg. Okay, du geh mal hier hin. Und du gehst hier hin. Keine Flamme lernt mit 33, eine Flamme mit 100, zwei Flammen mit 150. Mit er könnte uns Vollzeitzüchter werden, nebenbei Statuen kraften. Ein Züchter. Können wir auch mal ganz kurz hier nebenbei das machen. Den machen wir auch mal auf die 2. Auch kein Warden in der Hinsicht. Beide von denen sind keine. Oder die Leute, die wir allgemein haben, sind bisher keine gute Skills mit ausgestattet worden. So, nochmal ganz kurz gucken. Also wird definitiv derjenige werden, der neben Schattenmensch unser Arzt ist. Und dann könnte man wirklich überlegen, dass er sich um die Tiere kümmert, wenn wir in der Zukunft welche kriegen sollten, die halbwegs nützlich sind. Und vielleicht tatsächlich Mining. Dass man den nebenbei hier vielleicht so außerhalb so ein paar Sachen schon mal abarbeiten lässt. Und Statuenkraft? Das machen wir uns mal gucken. Crafting. Also das ist mir vielleicht ein Ticken zu wenig. Aber ja, überhaupt kein Weil. Das ist ein gewisses Problem. So, wieder mal die Dreckskinder. Ist da irgendjemand Interessantes dabei? Weißt du, das gucken wir uns erst an, wenn die überleben. So, Weißbrot, wir brauchen jetzt mal hier ernsthaft deine Hilfe. Dass du den einen oder anderen von denen snipest. Das könnte natürlich schnell schief laufen, denn man sollte trotzdem nicht die. Das ist sogar eine gute Idee, dass die wirklich hier.
sich alle auf den erstmal konzentrieren, weil die Person mit am nächsten ist. Nice. Mining nur 2er Skill ist wurscht, das lernt er extrem schnell. Mining geht immer schnell hoch und wie gesagt, Incapable of Violence und Arts ist perfekt. Der wird uns den Arsch retten, wenn ich mal im Kampf down gehe. Ja, ich höre auch mal so ein paar Leute, die dann sagen, gerade die, die kein Violence... Der hat sich da zu Boden gelegt. Die gerade halt non-violent sind. Dass man die versucht, immer gleich in die Nähe von Kämpfen zu stellen, dass, falls einer down geht, dass sie sich sofort krallen können. Ansonsten können wir natürlich auch dann hier schon mal ein Bettchen hinsetzen und damit du was zu tun hast, kannst du dir dein eigenes Bettchen bauen. Hier muss ich auch mal so ein bisschen zugeben, ich habe keine Ahnung, wie clever man das machen könnte bezüglich Umpositionieren. In gewissen Situationen, wenn ich weiß, zum Beispiel hier wäre einer, dann würde ich den versuchen, logischerweise hier hinzubringen, damit man flankiert, um Crit-Schaden zu bekommen. Falsches Spiel. Aber in sonstigen Situationen, wenn zum Beispiel hier Leute sind, möchte ich nicht jemanden zum Beispiel hier hochschicken, weil er dann nun mal halt freistehend herumrennt. Und die Chance nun mal gegeben ist, dass... Das wird aber wirklich nichts sein. So, ihr schießt beide da unten hin. Weißt du was? Es ist clever, ihn umzupositionieren. Ich probiere es einfach mal. Einfach um so zu hoffen, dass wir vielleicht so ein bisschen bessere Chancen haben. Schieß mal bitte auf die Vorderperson als erstes. Die ist ein bisschen näher und dementsprechend hoffentlich leichter zu treffen. Oh, shit. Okay, Carrot. Rette mal meine ein. Denn meine eine hat gerade... Meine ist nur in der Schulter getroffen worden. Das geht also noch halbwegs. Oh, shoot. Jetzt treffen die auf einmal. Aber weil es gerade heller wird. Nice. So, und jetzt wäre noch ganz schick, wenn wir es schaffen würden, Purple auch nochmal eine reinzuwürgen. Schade. Okay, du rettest dich mal ganz kurz, während wir gucken. Syro. Psychopath, Nimble Brawler, nice. Cooking, nice. Mining, Social, yes, her mit dir. Ich denke, den können wir insgesamt in Ordnung... Da ist die Combat Realism Mod auch sehr gut. Das ist noch ein wesentlich taktischer mit stationären MGs zu suppressen, Shotguns, die auf kurzer Distanz absolut tödlich sind, etc. Das ist vermutlich auch gar nicht mal interessant. Also, man muss weiterhin sagen, dass es ziemlich cool ist, was man an Mods hier installieren kann oder kriegen kann, wirklich. So. In 4 Stunden verblutest du. Weißt du was? Du bist mal so nett und heilst hier. Wohingegen 17 Stunden. Also, meiner braucht einfach nur Hilfe. Okay. Das geht ja dann noch halbwegs. Auf jeden Fall, wir gehen hin und sagen Recruit. Denn ich denke, sie kann man durchaus haben. Die ist zwar halt eher auf Melee theoretisch aus. Wie ist es eigentlich genau? Lass mal ganz kurz gucken, wenn ich hier gerade schon bin. Brawler. Next to fight up close and personal. Her accuracy is greatly increased in melee combat, but she will be very unhappy if she if asked to carry a ranged weapon. Okay, interessant. Ich wusste, dass sie Minus in Shooting bekommt, aber ich wusste nicht, dass sie theoretisch auch einen Debuff bekommt, wenn sie wirklich eine Schusswaffe tragen muss. So, hast du das? Yes, sehr gut. So, wir müssen jetzt trotzdem eine Sache ganz kurz noch einstellen. Und zwar, ich hatte einen Warden abgezogen. Das werden wir mal wieder anders machen. Damit Carrot sich theoretisch auch... Beziehungsweise Carrot wird natürlich jetzt auch umbenannt. Und ich denke, es ist nur passend, dass wir weiterhin Leute nehmen, die im Chat sind. Und dementsprechend, Como ist jetzt Carrot oder mit anderen Worten, der Grandson ist Weißbrot, nicht wahr? Genau. Callum Como Todd. Todd ist also ein richtiger Name. So, oh, da haben wir auch hier draußen noch eine Waffe liegen. Whoopsie Daisy. Die sollten wir vielleicht mal... Oh, wir kommen erst jetzt dazu, die alle halt nackig zu machen. Upsie du. Okay, dann sollten wir ganz schnell gucken. Ja, wir haben das hier alles angefangen, aber nie zu Ende gebracht. Lass wir mal ganz kurz einfach ein paar mehr von denen basteln. Hey, eine Party! Das ist natürlich toll. Schattenmensch ist es scheißegal, dass er hier immer noch halt im Torso und im Left Kidney jeweils einen... eine Schnittwunde noch hat. Der muss sein Zeug rauchen. War das schon wirklich schon wieder 3 Tage? Wow. No longer incapable of walking. So, wie lange dauert denn das bei 31?
Ja, okay. Da machen wir dann auch hier gleich die nächste Sache. Und zwar Security. Wir werden jetzt hier einfach davor ein paar Fallen legen, dass, falls die Person meint auszubrechen, dass die nicht mal ansatzweise so weit kommt. Ganz simpel. Ansonsten, wer von euch kann basteln? Du bastel mal. Sehr gut. Aber um das hervorzuheben, was jetzt hier die Sache ist, und zwar, wir haben hier Resistance Remaining, das heißt, wir müssen es erst so nach und nach abarbeiten, wo ich noch nicht ganz weiß, wo der Unterschied zwischen Recruit und Reduce Resistance ist, denn selbst mit Recruit wird Resistance runtergearbeitet. Und auf jeden Fall, der Wert muss auf 0 gebracht werden, damit man dann eine weitere prozentuale Chance hat, die Person zu rekrutieren. Ganz super. Und wie gesagt, man kann denen zwar Essen geben und das schönste Aussehen von dem Räumlichen, es ist immer noch möglich, dass die Leute versuchen auszubrechen. Gleichzeitig ebenfalls, wenn die Tür offen wäre und man es nicht bemerkt, dass sie zum Beispiel von irgendwelchen Gegenständen offen geblockt wird, dann würden sie auch versuchen abzuhauen. Es ist auch wirklich interessant zu sehen, dass meiner, der angeblich die weniger schlimmen Wunden hat, obwohl immer noch Crack ich als unangenehm bezeichnen würde. Warum isst du das Zeug? Haben wir kein Essen mehr? Und das überrascht mich jetzt so ein kleines bisschen. Weißt du was, du musst jetzt mal wirklich aufstehen, sorry, aber irgendwer muss jetzt hier mal ganz kurz wieder anfangen, Essen zu machen. Ah, hier oben sind 4. Aber das Gute ist, der macht die jetzt schon im Bulk. Sehr schön. Das heißt also, das haben wir jetzt automatisch suspended. Es wird also jetzt hier alles relativ zügig wieder aufgefüllt. So, aber auf jeden Fall, hier sollten wir dann jetzt auch überlegen, dass wir die Menge erhöhen. Und sagen, ab 20 erst wieder anfangen. Ja, ist vermutlich leer gegangen, als wir down gegangen sind. Da waren wir vermutlich genauso an der Grenze, bevor wir eigentlich hätten wieder anfangen sollen zu kochen. Und dann wurde das dann halt nebenbei leer gefuttert. So, der wurde nackig gemacht, sie wurde nackig gemacht, oder wer auch immer sie im Endeffekt ist. Oder was auch immer. So, und unser einer hat sich da hier wieder gefangen. Wunderbar. Dann sei mal so cool. Now nicht pick up the fucking. Na genau, jetzt musst du das natürlich erstmal hier wegmachen. Jetzt ist es geschafft. Achso, auch da habe ich schon mal den am Anfang falschen gewählt. Gut, dann sagen wir jetzt hier. Allow strangers. Copy. Können wir jetzt hier was sagen? Paste, yes. Dann können wir nämlich die dann einfach da so reinwerfen. Ah, da wurde es sofort Schattenmensch losgegangen. Kobe? Ah. Aber von Weitem werfen, das wäre nochmal lustig gewesen. Hätten wir noch ein bisschen Spaß nebenbei. Auf jeden Fall natürlich. Huhuhu. Sie wäre unser erster weiblicher Pawn, wenn wir es denn schaffen sollten, a Sheriff, dass sich uns anschließt. Ich meine einfach nur als Besucher, warum auch nicht? Ja, wir haben ja den Platz. Aber wir sollten trotzdem gucken. Was machst du gerade? Okay, du baust es weiter. Guck mal ganz kurz, dass du das Zeug baust. Ich traue nämlich der Sache nicht. Niemals. Die brechen zwar nicht sofort aus. Okay. Dann müssen wir hoffen, dass, falls sie ausbrechen, zu meint, dass sie genau hier reinrennt und nicht an ihnen vorbei. Okay, wir haben auch hier Herbal Medicine so ein bisschen das vorangebracht. Wir haben vor allem noch so viel an nicht geschlachteten Zeug herumliegen. Überrascht mich. Cargo Pots. Ja, sweet. Ich wollte sagen, uns fehlt so ein bisschen das Zeug. Aber Randy ist ziemlich großzügig weiterhin. Sehr angenehm. Wir haben zwar einige Raids miterlebt. Aber im Großen und Ganzen hatte ich schon schlimmere Runs miterlebt. So, auch hier müssen wir wieder aufpassen. Da wächst nämlich schon wieder ein Bäumle. No Storage. Oh, Kibble. Interessant. Kann Kibble wirklich nur in so kleinen Massen gelagert werden? Ich meine, ich habe kein Problem, das Ding noch um einen größer zu machen.
Interessant. Ich dachte, dass die meisten Sachen mittlerweile so große Stack-Sizes hätten, dass das überhaupt kein Problem wäre. Who knows? So, man sieht, 0,6 wird es gerade so nach und nach reduziert, ne? Könnten wir dich da vielleicht dazu überreden, dass du den Rest auch noch bastelt? Warum, der hat das Zeug da schon alles hingebracht. Ich meine, klar, er hat andere Prioritäten, also so ist nicht, aber. Dankeschön. Also, wenn die meint, auszubrechen, und das ist nämlich das Wichtige, die brechen aus, indem sie halt wirklich gesagt haben, oh, wir haben es geschafft, die Türen zu knacken. Also, die können dann wirklich die Türen einfach automatisch öffnen. Anders als zum Beispiel, wenn man sagt, oh, der ist im Berserk-Status verfallen, dann würde zum Beispiel versuchen, irgendwo gegen zu prügeln, um durchzubrechen. Also, da haben die so einen gewissen Vorteil, aber. Die Fallen sollten dafür sorgen, dass sie nicht allzu weit kommen. Ansonsten, eine Sache soll ich vielleicht mal nebenbei machen. Und zwar Zoning. Was haben wir denn? Wir haben The Pet Zone und wir haben eine ganz normale Era 1. Daran sollten wir mal ganz kurz arbeiten. Und zwar, wir benennen die an Inside und gehen hin. Zweite Era Inside Pet. Und zwar, falls mal tatsächlich irgendein Dinges meint, uns angreifen zu wollen. Ja, vielleicht gucken, dass wir hier in der Zukunft nochmal eine weitere Tür setzen. Das wird zwar irgendwie doof, aber die Idee ist auf jeden Fall, dass die Leute dann hier reingehen und falls irgendwas draußen herumkreucht, sie dann da drin bleiben. Und das gleiche gilt für die Inside Pet Zone. Und zwar, dass es hier dann da drin bleiben sollen. So, hast du gerade mittlerweile was an? Yes, sehr schön. Ansonsten auch interessant, nachdem meiner down gegangen ist, hat Como sich entschieden, mir meinen Hut zu klauen. Was eine Frechheit. Und es ist interessant, entweder wurde das mittlerweile schon wieder zu einem gesteckt, aber der zweite Slot war jetzt nicht mehr so notwendig. Oh wow. Ah, gibt's Schlimmeres. Oh shit, guys. Hallo? Irgendjemand, der sich vielleicht mal darum kümmert? Das Zeug ist bereits am Qualm. Wie sieht's hier mit denen aus? Die sind auch mittlerweile für den Hintern. Deswegen Weißbrot macht hier gelegentlich auch was mit, aber. Vielleicht die ganzen Kämpfe, die jetzt hier vor kurzem stattgefunden hatten. Vielleicht hat das einfach zu sehr abgelenkt. Auch hier unten. Maintenance, Maintenance, Maintenance. Der da oben wurde gemacht. Also was machen wir wirklich einfach alles, was hier theoretisch wegspringen könnte. Okay. Wir müssen dann hier irgendwo mal gucken. Wir sollten noch vor allem eine weitere Sache noch machen. Und zwar, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Recreation. Dass man überlegt, dass man vielleicht einfach mal hier, das ist zwar nicht der beste Punkt, aber aktuell müssen wir einfach damit leben, aber mal so ein paar weitere Optionen bieten. Ganz interessant, zum Beispiel ein Teleskop. Konnte man meines Erachtens in der Beta-Zeit, oh super. Nach dem Guten kommt dieses Schlechte. Every colonist of the male gender winces in pain. Some distant engine of hatred is stirring. It is projecting a powerful psychic drone over the entire region on a frequency that only seems to affect the male gender. For a few days, some people's mood will be quite a bit worse. Und Drone Level is low. Antworten, es könnte also übler sein. So, Como hier schön am Arbeiten. Das sollte hilfreich sein. Wir müssen vor allem mal langsam gucken. Lieber Herr Forscom, was machst du gerade? Achso, du, wir hatten es gerade umgedreht. Dementsprechend kümmert er sich eher hier um das Wegschnibbeln, anstatt es wieder anfassen. Every colonist of the male gender winces in pain. Aka jeder würde psychisch in die Eier getreten. Ja, die Vorstellung möchte ich nicht haben, wie das abläuft. Wenn das wirklich so wäre. Oder existieren würde. So, 27,0. So langsam. Ich
will die ganz gerne haben. Gerade bei Psychopaths ist das sehr angenehm. Dazu noch Cooking, das heißt, wenn man die so nach und nach dann schafft, dass sie da übt, dann hätten wir auch nochmal da jemanden, der was machen kann. Dann könnten wir unsere eigenen Leute auch nochmal ein bisschen weiter. So, really enjoyed the stay. Okay. Waren wir gar nicht mal so. Ach so, das ist noch der Sheriff gewesen. Ja, genau. Kurze Zeit war ich jetzt kurz am Überlegen. Oh, goddammit, stop. One of the moons of this planet has orbited in front of the sun. An eclipse has begun. Einmal ist es dunkel. So, gucken wir mal ganz kurz. Wie geht's euch, Leuten? Ah, nichts. No expectation. Attended party 3 times. Helped the patient 3 times. Minor passion for my work. Slightly impressive. Dining room. Minus darkness. Unsightly environment. Only psychic drone gibt immerhin nur minus 7. Wohingegen das positive plus 21 gegeben hat. Da kann man. Nichts. High on smoke leaf. Hell yeah, boy. Minor passion for work. Recreation. Satisfied. Darkness. Transhumanist. Frustrated. Also das heißt, in der Sekunde, in der du dein Auge verlierst, wirst du definitiv ein goldenes bekommen. Auch wenn dir das nicht insgesamt hilft. Das sollte dir einen Buff geben. Psychic Dawn is ending. Wow, das war schnell. Also ich habe immer in Erinnerung, dass die Dinger zum Teil sehr lange anhaltend sein könnten. Und sollten wir mal ganz kurz gucken. Butcher Kibble. Kibble nur 50. Also was, lass mal das von Anfang an auf 100 erhöhen. Und sagen, dass. Whoopsie. Das ist immer das Fiese. Man gewöhnt sich das an, mit dem Numblack zu machen. Ich habe die ganze Zeit geschafft, das richtig zu machen. Und dann dieser doofe Reflex. Der doofe Reflex, darüber zu klicken. Immer und immer wieder. Aber das Fiese ist ja, wenn man dann halt alleine weiterspielt. Man hat ja kein OBS nebenbei offen. Das heißt also, zurück wieder zu den Numblock-Tasten. So, das Gute ist dadurch, dass wir hier den einen oder anderen Umbild. Hast du dich gerade selbst hier geschrubbert? Oder wolltest du etwas Privatzeit hier haben? Auf jeden Fall, das Gute ist, wir haben hier so das ein oder andere Zeug noch herumliegen. Das ist zwar. Okay, ist nicht wirklich gut. Aber es ist nicht komplett katastrophal. Okay, hat nichts zu tun. Und dadurch, dass der Kollege aktuell. Ja, er braucht auch 8, um hier weitermachen zu können. Kann er da aktuell nicht mehr machen. Holy shit, seid ihr immer noch 14? Nein, nur noch 13. Hier unten ist einer. Komplett alleine. Das sieht man auch eher selten. Und. Weil ich schon so ein bisschen feststellen konnte, die bleiben immer alle so ein bisschen beieinander. So, Komo arbeitet schön. Oh, und mal wieder ein Meteorit. Limestone, great. Wunderbar, Limestone. Genau, was wir hier nicht gebrauchen können. Denn eigentlich, wenn man das versucht, so ein bisschen ästhetisch aufzubauen, nimmt man natürlich das Material, was am häufigsten auftaucht. Es got ein Food Poisoning vom Kibble. Cause dangerous food type. Warum isst du Kibble, mein lieber Freund? Ernsthaft? Er isst lavish food. Keiner von euch sollte, hey, Kibble, Pemmican von mir aus. Why the fuck? Vor allem gerade bei Standard lavish eingestellt erwarte ich eigentlich, dass gerade eben nicht so ein dummes Blödsinn gemacht wird. Deswegen, wenn man hier natürlich sieht, Whole Body, Stoned und Smoke Leaf, minus 20% Pain, minus 30% Conscious, minus 10% Movement, plus 30% Hunger Rate, Food Poisoning Initial, plus 20, also wird wieder ausgeglichen an Pain, Consciousness mal 60%, Moving mal 80%, Manipulation mal 90%, ja. Deswegen, er ist halt jetzt auf einmal sofort wieder zusammengebrochen. Das war eigentlich, beziehungsweise passiert sehr häufig. Wenn irgendwer krank ist oder halt andere Probleme hat und dann halt anfängt, was zu rauchen, die kippen meistens aus den Latschen. Meine, mehr sollte jetzt hier nicht viel passieren. Moment, beziehungsweise gib ihm mal vielleicht noch was zu essen. Genau, drück ihm eine Kartoffel in den Mund. Ist das eine Kartoffel? Nehmen wir diesmal noch Reis, okay. Meine, immerhin hat er jetzt was im Magen. Hey, great.
Serious Pain, 8 Kibble, 8 Raw Food. Sollte ich nicht denen eigentlich im Endeffekt sagen, dass Lavish so überhaupt keine... Dass man nur sagt, die sollen nur Meals haben? Beziehungsweise das gerade eben... Also wenn ich das aktiv lasse, aber die deaktiviere, dann müsste das doch eigentlich funktionieren, dass sie gerade nicht hingehen und einfach nur irgendwelche Eier fressen. Also ich hoffe, das ist von der Logik richtig, dass sie sagen, okay, ich esse nur Meals, dafür aber halt keine... Meinem Notfalls könntet ihr theoretisch noch Berries essen. Berries würden noch in Ordnung gehen, aber dass sie sich gerade eben nicht... Interessant, ich habe das nie beobachtet, dass ich das jemals machen musste. Hm. In meisten Fällen waren die eigentlich clever genug. Also liegt das wieder daran, dass meiner... Das ist der Grund. Der Grund ist, dass wir mal wieder mit meiner einem... Ich muss mich das mal ganz kurz anpassen, dass vielleicht Komo mal derjenige ist, der sich ein bisschen mehr da aktiv drum kümmert, während meine zurückkehrt zum Kochen. Na, ja, so langsam, ne? Deswegen, das überrascht mich jetzt wieder so ein bisschen, wie schnell wir auf einmal... Weißt du was? Geh mal hin und iss dann mal was. Und dann kehrst du da wieder rüber. So, und was ist sonst so dein Problem? Recreation is low. Pff, das soll nicht mein Problem sein. Erst die Arbeit, dann das Spiel. Das Vergnügen. So, Weißbrot ist wieder auf den Beinen. Mein Glückwunsch. Sei mal so nett und nachdem du sauber gemacht hast, dann nimm mal deine Waffe wieder. Ka-chunk. Zwei Leute sind idle. Wow. How in the world? Oh, rainy thunderstorms. Aber euch nicht. Ich meine, rainy geht immer noch. Wo man dann auch eigentlich überlegen könnte, nicht sich vielleicht doch endlich mal den zu widmen. Dementsprechend. Ich würde einfach mal sagen, ne, Weißbrot sollte das alleine gebacken bekommen. Weißbrot noch nicht unbedingt hundertprozentig in der besten Verfassung, aber... Oh, shit. Mhm. Others have also become enraged. Okay, wir haben dafür geübt. Alle Mann, bitte in Sicherheit. Nicht in die Pet-Zone, noch nicht in die Zone, in die Inside-Zone. Alle rein. Bitte kein Blödsinn treiben. Vor allem, ich hab's gesagt, irgendwann, wenn wir meinen, einen von diesen Blödmännern anzugreifen, die in der Gruppe gehören. Oh cool, sehr gut. Weißbrot sofort. No, wir müssen hier unbedingt die Tür zuhalten. So, wir sollten überlegen, hier eine Tür hinzubasteln und uns dahin zu arbeiten. Damit wir immer noch eine Möglichkeit haben, zu ihr zu kommen. Das heißt, also ich muss ganz kurz hier als erstes die Inside Zone weiter ausbauen. Als erstes ganz wichtig die Tür bauen. Denn was wir nicht gebrauchen können, ist, dass das Dumdum auf einmal meint, den neu gefundenen Weg zu nutzen. Das Lustige ist natürlich, ein paar von denen wurden jetzt hier getroffen, von den Fallen zum Beispiel, wie man hier sieht. Das heißt also, wenn wir Pech haben, ist in 4 Stunden der Rainy Thunderstorm weg und das Vieh explodiert. Weil das ist nämlich das Fiese an diesen Boompa Loompas. Wenn die draufgehen, explodieren die. Und das macht das Ganze dementsprechend leicht unangenehm. Also was, wir brauchen nur 2 von denen. Oh shit, okay. So, auf jeden Fall, Deverstrand wurde abgeschlossen. Das heißt, das werden wir demnächst auch anfangen zu bauen. Das ist nämlich Zeug, das sehr stabil ist und glaube ich auch Feuer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Habe ich gerade richtig gesehen, dass du da rausgegangen bist? Das machst du bitte nicht nochmal. Holy shit. So, und jetzt könntest du mal ganz kurz. Not assigned to wardening. Dann hilf du mal ganz kurz. Okay, einfach nur abgelegt. Ist auch mir recht.
Ah, da ist es draufgegangen. Okay. Die anderen Viecher haben, glaube ich, dementsprechend vielleicht so ein bisschen Schaden genommen. Nope. Waren weit genug weg. Waren hier nicht mal vier? Oh, shit. Oh, shit. Das fand ich jetzt nicht lustig. Ja, es regnet, aber trotzdem muss es nicht auf dem Feuer, auf dem Holz da arbeiten. Nicht, dass sich das dann auf einmal wirklich weiter ausbreitet. Need warm clothes. Wir brauchen jetzt echt keine Heuler hier. Ah gut, ich baue euch natürlich hier schon mal so den Anfang. Ups, Salat aus, richtig. Wooden Hand. Bad temperature. Ha. Huh. Interessanterweise, da ist jetzt also insgesamt zu kalt. Das ist so eine Sache, ich arbeite zu selten in der Kälte. Was also bedeutet, wir müssen dann gucken, dass wir... Das ist eine große Frage. Heater bauen, ne? Dann setzen wir doch einfach hier einen Heater hin. Sagen wir, machen das Ding aus. Könnt ihr hier langsam mal aufhören? Okay, der eine ist am Schlafen, der andere ist immer noch am Manhunting. Mit anderen Worten, in der Sekunde, in der ihr aufgehört habt, gehe ich raus und schieße wieder auf euch. Und zwar mit voller Ladung, alle Leute. Außer von Como. Das eine Vieh will aber auch so überhaupt nicht aufgeben, ey. Okay, jetzt wird es hier so nach und nach wärmer. Auch hier auf die Standard 21 Grad, gut. Ernsthaft, das Vieh ist sowas von hungrig. Und eigentlich auch fast müde. So, was haben wir denn hier? Bowman contacts you and requests help. He is wounded and unable to move. Also, wir bräuchten einen Arzt. Without your help, he would die in 10 days. Starfighter Pilot. Incapable of caring. Abrasive Slowpoke. Passionate for shooting. Melee intellectual. Nope. Bye. Ich warte darauf, dass der eine umkippt. Das ist beeindruckend, wie lange das Vieh es wirklich schafft, Schlaf zu vermeiden. So steht jetzt einfach alle nur doof herum, das muss nämlich auch nicht sein. Mach mal ein paar Gramm, und zwar 5 von denen. Ist da irgendwas anderes, was auf ich noch achten müsste? Nee. Visitors. Oh, ihr habt ja natürlich die cleverste Situation dafür entschieden. Denn warum habt ihr die Idee gehabt, eh allgemein hier reinzurennen? Oh, great. Mhm. Oh, sweet. Dann machen wir doch mal auf. Das ist zwar auch noch nicht ideal. Beziehungsweise, unrestricted. So, ihr geht jetzt hin. Ihr drei. Wickt euch dorthin, beziehungsweise du. Rescue. Ach, goddammit. Machen wir das aus. Machen dafür Medical draus. Und sagen Rescue. So, die anderen drei werden jetzt ganz bewusst aus der Entfernung auf das Dumme. What are you doing? Warum hast du schon wieder keine Waffe in der Hand? Bist du schon wieder irgendwo umgekippt? Okay. He will die in 5 hours. Parkers wirst du hier vermutlich nur brauchen, wenn es mal wirklich wie im Winter einen Cold Snap gibt. Was sollte man denn dann am besten bauen? Oder herstellen, wenn man gerade gegen die Kälte arbeitet? Hier unten habe ich noch so einiges an weiterem Zeug. Oder zum Beispiel einfach sowas wie ein Bowler-Hat oder Co. ausreichend. Ich meine, Duster und Cowboy-Hat sind für Wärme gedacht. Oder vielleicht einfache Jackets. Ist ja eigentlich eine bessere Beschreibung? A tough jacket to stop scrapes and bruises and to keep one warm in chilly weather. Also das könnte man überlegen. Hier waren hier nur Suspend. So.
So. No. Where are you going? Consuming simple meal. Während es nebenbei brennt. Of course. Ihr seid ganz schöne Kinder, wisst ihr das? Muss wohl daran liegen, dass es außerhalb der Zone ist, ja. So, steht mal bitte wieder auf. Meine Forscom hat immerhin hier einen Grund, warum er hier zu tun hat. Das ist interessant, denn normalerweise ist eigentlich der Fall, wenn Besucher kommen, dass sie vorher fragen, können wir hier tatsächlich rein, weil X. Keine Betten, Infestations in der Nähe sind. Ich dachte wirklich, dass beim Manhunter die auch clever genug wären. Scheinbar nicht. Also will ich das Ding natürlich nicht angreifen, weil es gerade nicht mehr regnet. Need a warm closes, yes. Das können wir demnächst gerne in Angriff nehmen. Und zwar, wir brauchen einen Taylor. Und ich würde mal sagen, Schattenmensch wird derjenige sein, der diese Aufgabe übernimmt. Am Ende ist es jetzt hier so halbwegs warm. Und das Schöne ist natürlich auch, ja, hier zum Beispiel ist nicht warm. Hier sollte man gucken, dass der sich nämlich hier nicht den Arsch abfriert. Wir müssten also theoretisch gucken, dass wir hier eine Überbrückung bauen. Das Problem ist nur, dass wir das nicht so einfach hinbekommen. Ich will denen jetzt eigentlich nicht so ein Ding geben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber vielleicht können wir sagen, wir bauen das denen einfach und haben dann was für die Zukunft für anderswo. Okay. Anders geht es nämlich nicht gerade, wenn ich nämlich hier aufmache, dann würde die versuchen zu flüchten. Oder? Ah, I don't know. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt hier keine Komplikationen. Uns ebenfalls noch wichtig anzumerken, es gibt hier auch schon Inspirations, die natürlich ein paar uns bekommen könnten. Oh, meine hat aber was Schönes am Kopf. Und das könnte zum Beispiel sein, Inspiration, dass man, wenn man zum Beispiel was craftet. Oh shit, das Ding ist immer noch auf aggressiv gesetzt, ey. Dass man zum Beispiel auf höherer Qualität was craftet oder dass man sofort Leute rekrutieren kann. Also da hoffe ich, dass wir vielleicht in der Zukunft so ein bisschen mehr Glück haben noch. Wunderbar. Und jetzt sage ich natürlich auch ganz schnell hier. Einmal eine Homezone. Hier dreht bitte um. Dankeschön. Okay, Weißbrot hat seine Prioritäten gesetzt. Das Abendbrot. Und natürlich wenigstens mit der Logik argumentieren könnte, dass er das Essen vorm Verbrennen rechnen wollte. So ist das Zeug immer noch in der Yes. Wunderbar. So, schön zu sehen, dass Kummo hier wirklich regelmäßig versucht, sich darum zu kümmern. Also, so langsam arbeitet man sich vor. Hat der jetzt wirklich erst die letzte. Ach nee, die Falle wurde einmal ausgelöst von den Boompa-Loompas, das wo das eine dann auch, glaube ich, dann explodiert ist. Genau. Genau. Wie wir wirklich alle 5 Sekunden gefühlt immer wieder hingehen dürfen, um das Zeug sauber zu machen. Gott, die Viecher kommt auch schon wieder näher. Nur noch 11. Verlaufen die sich? Das ist zumindest interessant zu sehen, dass immer wieder ein paar von denen abspringen. Gut. Wir haben meines Erachtens nicht den Größensprung gemacht, aber ich denke trotzdem, dass unsere Basis ein bisschen besser geworden ist. Denn wir haben zumindest hier diesen Bereich ausgebaut, haben alles zumindest mit Holz verarbeitet, können endlich hier den Root anbauen. Und wir haben Kummo mit aufgenommen. Und dementsprechend hier noch eine weitere helfende Hand zu haben. Warum hast du überhaupt weiterhin, um nochmal die Frage anzubringen, du kannst nicht kochen, warum hast du diesen doofen Hut auf? Warum hast du mir den Hut weggenommen? Nimm den doofen Hut ab. So eine Frechheit. Und dann ist er nochmal kurz aufgestanden für 2 Sekunden, um irgendwas anderes zu machen. So, wo ist meiner einer hin? Achso, da war er. Ja, wir kommen auf jeden Fall für heute jetzt zum Ende. The Anno Expo. Das ist auch so ein Mod. Event. It is time for the 19th. Wow. Das ist natürlich interessant, dass es wirklich die Nummer auch zufällig generiert wird. Denn ich hatte bei meinem so das 200 so ähnliches. 19th Annual Q718 Quadros Exposition. And your faction has been invited. This year's host is the Iroquois of the Tributary. And the theme is the Royal Game of Ur. Das ist wirklich ein Spiel, was man kaufen kann.
bei Händlern. Und das ist irgendwie so 4D Chess oder ähnliches. Send your best gamer. The annual exposition is a highly respected peaceful gathering. It has historically been used by almost all factions as an opportunity, exchange culture, experience and to show off. Da bin ich noch nie hingegangen, aber weil ich nie Zeit damit verschwenden wollte. Es gibt auch sowas wie Hunting Expeditions, wo dann halt spezielle Tiere auftauchen, die man dann gemeinsam irgendwie jagen gehen kann. Auch wenn ich auch da nicht weiß, wie das genau abläuft. Ob das wirklich so ein Event ist, wo man dann in eine Karte geladen wird, wie in den anderen Bereichen der Welt. Oder ob das wirklich wie mit den zum Beispiel Friedensgesprächen zwischen Fraktionen, wo man da dran teilnehmen kann. Ob das wirklich einfach nur so eine Menüsache ist. Ja, für mich hätte es etwas zu wenig Verteidigung, aber du spielst ja auch auf einfach, da geht es noch. Ich meine, wir spielen nicht komplett auf einfach, aber wir spielen auf einfacher, ja. Wir müssen definitiv irgendwann anfangen, hier Verteidigung zu bauen. Aber da überlege ich immer noch, wie. Denn nachdem wir jetzt hier unten welche am Aufpoppen hatten, also wir hatten jetzt hier, hier und dann von hier oben so in dem Dreh. Das heißt also, im Grundlegenden würde ich natürlich versuchen, hier drumherum zu bauen und dann nur einen Weg zu ermöglichen. Denn jeder, der von hier oder hier spawnt, der könnte auch ohne Probleme hier hochgehen und versuchen dann hier durch den Chokepoint oder zukünftigen Chokepoints durchzukommen. Und ich denke, das sollte dann die Idee sein. Und ich denke, das werden wir mal vielleicht beim nächsten Mal so langsam angehen. Und auch da anmerken müsste, wir bräuchten ein Stonecutter-Table. Und da will ich auch mal ganz kurz noch schnell hier gemeinsam gucken. Wir haben nämlich Electric Stone Cutting noch vor uns. Kann man eigentlich Sachen hier Okay, weißt du was? Nehmen wir die raus. Wir machen das nochmal ganz kurz davor und dann das. Dauert zwar dann logischerweise nochmal eine Ticken länger, aber wenn wir Electric Stone Cutting haben, können wir anfangen, gerade dieses ganze Zeug, was wir hier angefangen haben, zu sammeln, verarbeiten. Und können dann gescheite Wände setzen, denn das Gefährliche ist halt, Holz zu nehmen. Stonecutter Table ist doch von Anfang an freigeschaltet mittlerweile, oder? Aber nicht der Electric Stonecutter. Electric ist natürlich nochmal ein Sticken schneller. Also, wir können das definitiv natürlich hier bauen, so ist nicht. Wo ich mich überlege, ja, das kann man ruhig hier so hinsetzen. Wenn wir hier schon mal für den Anfang fürs nächste Mal machen. Weil dann könnte man hier das Ganze schon mal so ein bisschen machen. Auf jeden Fall ist wichtig, keine Holzverteidigung zu nehmen, denn Leute können Molotow-Cocktails haben. Und das würde natürlich dann sehr schnell sehr gut brennen. Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten, bedanke mich bei Schattenmensch, Komo und Weißbrot fürs Einschalten und Mitkommentieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann.